Jo Mann, es war mal ein nices Girl. Das hatte jeder lieb, der sie nur ansah und am allerliebsten ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben soll. Einmal schenkte sie einen heftigen Ghetto Blaster und ihn ein Käppchen von rotem Sand. Und weil ihn das wohl stand und es nicht anderes mehr tragen wollte, nannte man es nur noch Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: Ey, Rotkäppchen, steh auf, Mann! Da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Schnaps. Bring das deiner Großmutter hinaus. Sie ist krank und schwach und wird sich daran erfreuen, sich den wegzukippen. Mach dich auf, los, bevor es heiß wird. Und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Sonst fällst du auf und zerbrichst das Glas. Und die Großmutter hat nichts. Verstehst du? Dann raff dich aber aus. Dann gibt's links und rechts Backenfutter. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen. So nach dem Motto: Ey, was geht ab, Großmutter? Verstehst du so? Und guck nicht erst in alle Ecken, okay? Ich meine, die ist alt, die Olle. Die macht nicht überall mehr sauber. Also, mach Augen dicht. Ja, Mutter, ich will schon alles vernünftig machen, sagte das Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Ey, Mann, eine halbe Stunde latschen, dachte sich das Rotkäppchen. Ich krieg Plack, ey, ne, Mann. Ja, wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Ey, ei, was geht, Rotkäppchen, sprach er. Schönen Dank, Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen? Ja, zu Großmutter, Mann. Was trägst du da unter der Schürze? Ja, Schnaps und Süßigkeiten. Oh, nice, Mann. Gestern haben wir gebacken. Da soll ich die kranke und schwache Großmutter etwas zugutun und sich damit stärken. Ach so, Mann. Ey, okay. Korrekt von dir, ey. Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter nochmal? Hab ich voll vergessen, Alter. Ja, noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, Digga. Oh, heftig, da muss aber noch latschen. Ja, Mann, scheiße, Alter, aber egal. Ja, unter den drei großen Eichenbäumen, da steht ihr Haus, weißt doch. Ach ja, Mann. Ja, da war ich öfters mal saufen, aber egal, Digga. Was soll's? Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen, sagte Rotkäppchen. Und er so: Ey, ja, ey, wie oft ich verpeilt da weggegangen bin, sorry, Mann. Der Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: Ey, Rotkäppchen, sieh mal, die schönen Blumen, die ringsherum stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaub, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst. Und ist so lustig hausen in dem Wald. Das steht echt da so. Ja, moin. Rotkäppchen schlug die Augen auf. Ey, ja, Mann, voll verpeilt, Digga. Ey, geil, wie viel Blumen, Alter. Geil, Mann. Ey, ja, ich hatte Wochenende Fettparty. Ey, ich sag dir, ich bin so weg, Digga. Aber geil, dass du mich drauf hingewiesen hast. Und er so: Ja, ey, kein Ding, Alter. High Five drauf. Psch. Rotkäppchen gab dem Wolf ein fettes High Five in seine Patschhand. Und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten und alles voller schönen Blumen stand, dachte es: Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Und sie entdeckte,
ein kleines, süßes, liebes Häufchen Weed und nahm dieses mit. So. Es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme. Lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochene hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere. Und lief danach und geriet immer tiefer in den Wald hinaus. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. »Ey, wer ist da, Mann?« »Ja, Rotkäppchen, das zicke Ding. Ich bring dir Weed und Sheet und Wein. Mach auf, drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter. »Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen und als es so viel zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein. »Ach ja, Mann, zu der Eule muss ich ja auch noch das Zeug hinbringen. Oh, ich war hier voll am Weed sammeln. Shit, Mann. Okay, ich lauf mal hin, ey.« Und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand. Und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dabei dachte, »Ei, du, oh mein Gott, wie ängstlich wird's mir heute zumut und bin sonst so gerne bei der Großmutter.« Es rief guten Morgen, bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. »Ey, Großmutter, was hast du für große Ohren, Alter? Was das, Mann?« »Ja, damit ich dich besser hören kann, ey.« »Ey, Großmutter, was hast du für große Augen, Alter? Ja, sorry, komm von dem vielen Weed, was ich geraucht habe. Oh, fett, Mann. Großmutter, du bist ja heftig. Aber es ist auch, damit ich dich besser sehen kann.« »Ah, okay, okay, nice. Ey, Großmutter, was hast du für große Hände?« »Ja, Digga, ich habe oft Männerbesuch, aber was soll's. Aber ist auch, damit ich dich besser anfassen kann.« »Oh, was? Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?« »Ey, was Maul, Alter? Ich geb dir klein Maul. Dass ich dich besser fressen kann. Bäm, Alter. Zack, weg, schnippe die Schnapp, Kopf ab.« Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und packte das Ding und runter munter, rein damit. Als der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an zu schnarchen. Der Jäger ging am Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, Alter, was denn das, das ist Lärmbelästigung. So trat er zur Tür und sagte, ey Olle, du bist voll laut, Mann. Jeder hier im Wald hört deinen Knattern, Digga. Mach mal leiser hier. Ja, aber ich gucke auch mal, ob der was fehlt, ey. Irgendwie ist das so heftig laut. Also ging er in die Stube und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Finde ich dich hier, du alte... Ja, was soll ich jetzt sagen? Du altes Ding, sagte er. Ich habe dich lange gesucht. Nun wollte er sein Gewehr anlegen, da fiel ihm ein. Ey, Alter, der Wolf könnte die Großmutter verschlungen haben und vielleicht wäre die noch zu retten, Alter. Also schieß ich mal nicht, Mann, was da los, ey. Komm, ey, wo ist mein Messer? Messer ist besser. Ey, der pennt ja eh, ey, der hat sich so viel Weed gesmoked. Komm, vielleicht kriegt er das nicht mit, wenn ich ihm Bauch aufschlitze, Alter. Puff, puff, puff. Also schlitzte er den Bauch auf. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, so sah er, dass das rote Käppchen leuchtete.
Und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: Ey, ja, nice, ey, wie erschrocken ich war, Alter. Es war so heftig dunkel, ey. Ich hab voll die Weed gesmoked, weißt du, Alter. Und auf einmal verschlingt mich das Ding so, wow, voll in sich rein. Und ich denke, ey, was, Mann? Voll den Film geschoben, ey. Und er so, ey, Mann, small Mann, ich will deine Großmutter rausholen, Alter. So. Also packte er nochmal zu und zog die Großmutter raus. Die so, ey, geil, Friedhelm. So hieß mir mich der Jäger. Voll geil, du hast mich gerettet, Alter. Dafür kannst du nachher einmal gratis weißer, wenn das Rotkäppchen weg ist, ey. Voll geil, ey. Lümmeltüten habe ich auch noch. Voll korrekt von dir, Digga. So. Und Brutcaption kam auf die Idee: Ey, Alter, ich meine, der pennt ja, ey, der ist voll dicht, der Typ, ey. Pass auf, wollen wir den einen Prank machen, Alter? Lass ihn mal pranken, Digga. Der Jäger so: Ja, wie denn? Ey, pass auf, Mann, ich hole von draußen so ein paar fette Steine, Alter, er ist ja voll wack. So. Packen wir ihm die im Bauch und nehmen wieder zu, ey, voll geil. Und er denkt, wir wären immer noch drin. Ey, fette Idee, Alter. Rotkäppchen, ey, geil, Mann. Also ist das Rotkäppchen schnell vors Haus gerannt, hat ein paar große Steine geholt und damit haben sie dem Wolf den Bauch voll gemacht. Und als er aufwachte, wollte er fortlaufen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich zu Boden sank. Und als er so am Boden lag, sagte er so: Ey, Alter, heftig. Ey, Digga, die waren doch gar nicht so fett, aber egal. Was soll's? Ich bin satt, ey, korrekt. Ich geh was saufen, Alter. Warte mal. Ey, hat die Olle was im Haus? Ey, er guckte alle Schränke durch, aber fand nichts. Denkt er, ey, draußen ist doch so ein Brunnen, Mann. Ey, geh ich da hin, Alter, und hau mein Maul in den Brunnen hinein, ey, und sauf da was, Mann. Also lief er zum Brunnen. Scheiße, ey, voll Pappmaul, sagt er so, voll das heftige Pappmaul. Smokte sich noch ein vor dem Brunnen. Und als er dann einen Schluck aus dem Brunnen nehmen wollte, fiel er hinein und durch die Steine, die in seinem Bauch waren, kam er nie mehr nach oben und war somit tot. Alle waren glücklich und zufrieden. Das Rotkäppchen, der Jäger und die Oma smokten erstmal eine Friedenstüte und alle waren glücklich. Im Hintergrund lief Bob Marley. Ende.